Hallihallo Leute, ich bin's wieder, der Simon. Ich wollte euch heute mal ein bisschen was zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Das ist hier On Live. Das ist praktisch so, dass ihr hier euch registrieren könnt, ein bisschen Geld bezahlt und dann Spiele online spielen könnt. Also alle möglichen Spiele. Man sieht hier zum Beispiel Homefront oder Saints Row. Das spielt ihr dann online auf einem Server. Und ihr kriegt praktisch schon das Bild geliefert und ihr liefert halt über eure Tastatur und Maus die Bewegung an die Spielfigur. So ist das mal kompakt erklärt. Das macht euch natürlich dann sozusagen unabhängig von eurer eigenen Hardware. Also ihr könnt dann irgendwie, was weiß ich, ein Pentium 3 nehmen mit einer billigen Grafikkarte. Das ist komplett egal, weil ihr halt nur dieses Bild kriegt. Ja, das ist das Prinzip, was dahinter steckt, was sehr, sehr interessant ist, dieses Streaming-Gaming, wie auch immer man das nennen soll. Das ist ganz groß im Kommen, glaube ich, und ich denke, dass sich das auch durchsetzen wird. Das gibt es jetzt nur so einfach, das gibt es jetzt hier so, dass man das anklickt und dann öffnet sich halt ein Fenster und dann kann man das spielen. Aber das soll es ja auch bald geben, eine Konsole praktisch. Das schließt ihr an eurem Fernseher an oder, ja, was weiß ich, an eurem Monitor und dann könnt ihr hier euren Gamepad reinstecken oder so ein Gamepad hier und dann könnt ihr damit spielen. Ist eine ziemlich geile Lösung, auch wenn ich mir vorstelle, dass man so am PC ja auch PlayStation 3 Spiele oder Xbox Spiele vielleicht spielen könnte, wenn sich die Technik da ein bisschen weiterentwickelt, weil ihr seid ja dann unabhängig davon. Und dann wird sich das wirklich lohnen. Ich will euch jetzt aber nicht groß von On Live erzählen, weil es ist relativ bekannt, viele Leute kennen es schon, viele Leute haben es auch schon mal getestet. Was ich viel besser finde, ist diese Seite hier. Ich weiß nicht wirklich, wie man das ausspricht. Gaikai oder Gaikai oder. Es hört sich alles irgendwie schwul an wegen diesem GAI, nicht GAY, das ist wieder. Naja, auf jeden Fall ist das hier sozusagen genau dasselbe wie das hier, also wie OnLive. Bloß, dass das hier ohne Konsole und alles geplant ist und dass das. Ja, dass ihr hier Demos spielen könnt. Und hier gibt es ein paar schöne Spiele. Ich meine, ich scroll mal hier so langsam hoch. Die könnt ihr hier alle gratis testen, ohne irgendwas installieren zu müssen. Ihr müsst das bloß halt erlauben und dann könnt ihr das spielen. Und hier gibt es echt ein paar richtig nette Spiele. Ja, so bin ich hier zum Beispiel auch auf Orcs Must Die damals gekommen. Habe ich ja ein Review und Let's Play zu gemacht. Ich werde euch jetzt ein Spiel mal zeigen, so als Einstieg. Ich glaube, ich zeige euch mal. Nee, Gothic 4 ist so langweilig irgendwie. From Dust kenne ich auch schon. Ich zeige euch jetzt einfach mal Need for Speed. Nee, nee, ich zeige euch hier. Was ist das? Trackmania Canyon. Trackmania 2, okay. Ja, das Spiel kenne ich auch schon. Das lädt auch relativ schnell. Das Bild ist übrigens auch nur so gut, wie eure Internetleitung schnell ist. Ich habe jetzt DSL 16.000 und werde dementsprechend ein relativ gutes Bild bekommen. Ich habe auch ein Gamepad angeschlossen. Und mit dem werde ich das wohl bedienen. Ja, ihr seht schon, er bereitet das alles vor, das ganze Gestreame. Es kostet, also die Seite hier kostet überhaupt nichts. Ihr müsst euch nicht anmelden, kein gar nichts. Ihr könnt einfach drauf gehen und könnt Spiele testen. Das finde ich so toll an der Seite. Also ich hatte hier bestimmt schon 2 Stunden Spaß, weil ich halt alle Demos mal durchgetestet habe. Weil ich meine, was gibt's Besseres, wenn man sich jetzt überlegt, ein Spiel zu kaufen, einfach die Demo zu spielen. Aber ganz ehrlich, so, ich erinnere mich noch an früher, da waren die Demos vielleicht 200 Megabyte groß und du hast sie dann irgendwie in 10 Minuten geladen, aber heutzutage, also ich habe jetzt schon Demos gesehen, die sind 2,6 Gigabyte groß. Ich lade mir doch keine Demo, die 2,6 Gigabyte groß ist. Hallo? Deswegen ist sowas hier natürlich optimal. Und wie gesagt, ich schreibe diesen Streaming Gaming, ich weiß echt nicht, wie ich das nennen soll, dieses gestreamte Gaming halt. Schreibe ich ein hohes Potenzial zu und ich glaube, dass das, wenn sich das wirklich, wenn die es endlich mal hinkriegen, das ordentlich durchzusetzen und dass das auch in Europa gut läuft, dass das sich halt auch verkaufen würde. Ja. Wo muss ich jetzt irgendwas drücken? Ich weiß es gerade selber nicht. Ja, das ist der ganze Login-Gedöns. Den überspringt er jetzt einfach für mich. Und wir sind im Spiel. Muss man ein bisschen leiser machen. So, jetzt habe ich hier die Maus. Jetzt kann ich hier reinklicken. Jetzt bin ich hier im Spiel drin, wie ihr seht. Und sage ich mal, ja, Solo Play.
Oh, dann spielen wir mal den hier. Also zu Stoßzeiten kann das sein, dass die Server in Amerika auch mal überlastet sind. Das habe ich auch schon überlebt. Überlebt, lol. Habe ich auch schon mal erlebt. Also ich kann das, glaube ich, auch mit Gamepad spielen, aber ich werde es mal mit Tastatur spielen. Also da kann das sein, dass die Server mal voll sind und dass das Bild eine schlechte Qualität hat oder dass es mal ein bisschen länger braucht zum Laden. Aber ihr seht, ich bin im Spiel. Jetzt auf Play drücken. Ich kann nicht auf Play drücken. Kann ich jetzt eine Medaille auswählen? Manchmal hat man auch so eine Latenz drin. Das ist meistens, wenn man irgendwie nebenbei noch was anderes macht. Ja. Ich habe hier ein Pflaster am Finger. Das ist ganz blöd. Ich muss mal kurz abnehmen. Aua. Mich vorhin an meinem Gehäuse geschnitten. Warte mal. Kann ich mit Gamepad spielen? Nee, normalerweise erkennt er mein Gamepad. Bisschen ärgerlich. Gut. Wie mache ich denn hier? Ach, Enter. Gut. Ja gut, dann machen wir es nochmal. So, dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich bin ja total, ich stehe ja, oh, total auf Trackmania. Ich bin bloß ein bisschen außer Übung. Ich habe das ja ewig nicht mehr gespielt. Ich habe ja auch Nations nicht mehr so toll gefunden, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Besonders nachdem die das da kostenlos gemacht haben und diesen ganzen Schnickschnack eingebaut haben. Mit diesem, dass man nur drei Runden fahren darf und dann muss man eine Runde aussetzen. Und nein, wer macht so einen Scheiß? Das ist doch dämlich. Ja, hier muss ich einfach nur Gas geben. Aber, oh, ich bin aus dem Bild gekommen. So, das ist ärgerlich, weil da konnte ich jetzt nichts für. Aber ihr seht, es läuft. Es läuft flüssig, es sieht gut aus. Also wenn das Bild scheiß ist, dann wird das wahrscheinlich daran liegen, dass ich da nochmal ein, ja, was mache ich denn da? Was anderes drüber lege? Ah, scheiße. Komme ich hier wieder hoch? Dann gehen wir mal ein bisschen die Gegend erkunden, ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel eine kleine Latenz hier drin. Das merke ich beim Lenken. Wenn ich nach links drücke, lenkt dann nicht sofort nach links und nach rechts. Aber das liegt daran, dass ich hier nebenbei ein Video hochlade für euch. Naja, es geht auf jeden Fall. Ich kann da nochmal das schließen und mal was anderes starten, wo die Latenz nicht ganz so wichtig ist. Ja, jetzt kriegt man halt die Empfehlung, dass man das kaufen kann. Muss man ja natürlich nicht. Kostet ja alles nichts. Ja, Landwirtschaftssimulator. Könnten wir mal testen oder Dead Space. Dead Space ist cool, das kann ich mal anmachen hier. Boah, ich bin irgendwann da so geboren. Das ist zwar gelogen, aber... Ich bin einfach geistig zu dumm, dass ich mir merken kann, wann ich geboren bin. Ja, das Video war so auf 10 Minuten angelegt, also 1,5 Minuten haben wir noch. Ich hoffe, das schaffen wir in der Zeit. Also ich finde das super. Da kommen auch regelmäßig neue Spiele hinzu. Da gehen auch leider ein paar immer raus. Aber nö, ich finde es cool. Wirklich cool. Würde es OnLive wirklich in Europa schon geben, mit Serverstandort Europa und alles bezahlbar und den ganzen Gedöns, dann würde ich mir das sogar holen für, was weiß ich, 30 Euro im Monat. Weil ob ich jetzt da 30 Euro reinstecke, viele Spiele spielen kann oder ob ich jeden Monat mir ein Spiel kaufe, das macht eigentlich nie so einen Riesenunterschied. Finde ich jetzt so. Naja. Dead Space wollte ich auch immer mal ein Review zu machen, aber irgendwie, weiß ich nicht, einmal durchgespielt, danach keinen Bock mehr drauf gehabt. Ich habe sowieso noch so viele Spiele, die ich mir alle noch angucken will, zusammen mit euch. Ich weiß gar nicht, was ich als nächstes machen soll. Naja. Gut. Powering your game, ja. Gut, was muss ich machen? Nichts. Wer die Maus hakt. Oh, das ist ärgerlich. Jetzt ist es richtig schlimm geworden mit der Latenz. Wie gesagt, alles nur, weil ich neben meinem Video hochlade. Ich kann auch einfach Enter drücken, ne? Jetzt bräuchte ich eine Geschichte.
Ja. Na komm. Na, gut. Wie sind wir in Game? Oh, da hat man. Da sieht man's. Da sieht man's. Das ist ein bisschen stockig. Er geht ein bisschen, als wäre er besoffen. Oh. Ja, schön. Ja, ihr seht, es funktioniert. Ich kann jetzt hier rumlaufen. Kann jetzt die Tür auch noch aufmachen. Ja, jetzt nerv mich nicht. So. Mann, ich will das nicht. Ach so, die Stelle, ja. Da kommen die gleich aus den Dingern raus. Oh, jetzt habe ich euch das verraten. Ist lustig, wenn man hier rumläuft, auf einmal sich nicht mehr bewegen kann. Ich glaube, ich werde gleich sterben. Einfach nur, weil die Steuerung aussetzt. Ich ziehe jetzt zum Beispiel gerade. Ah, jetzt geht's wieder. Jetzt laufe ich. Gleich stoppt er wieder. Ja. Das ist halt, weil die Latenz so hoch ist. Das habe ich bisher noch nicht so oft gehabt. Ist natürlich ärgerlich, wenn das genau bei dem Videodreh passiert. Aber wie gesagt, ich lade ja auch nebenbei noch hoch. Da könnten wir bitte den Gegner treffen. Muss ich hier noch so viel laufen? Ich möchte nur was töten. Mann, das ist. Es hackt gerade total. Jetzt denkt ihr alle, ich bin geistig behindert, dabei kann ich nur nicht ordentlich lenken gerade. So, könnte ich jetzt mal Gegner kriegen? Ja, bleib doch nicht stehen, Isaac. Also so langsam. Langsam könnte mal was kommen. Isaac? Böser Isaac. Lauf weiter. Och, Isaac. Jetzt stell ich nicht so dumm. Alter, der ist so besoffen, der Typ. Oh, hallo. Na du? Na komm her. Komm, ich bin Rocky Balboa. Ah, du kannst doch nicht. Du kannst doch nicht, du Flachpfeife. Ja, gut. Ich wollte euch nur zeigen, dass es geht. Ihr müsst das auch mal testen. Bei euch wird es wahrscheinlich 10-mal besser laufen, weil ihr nebenbei nicht noch irgendwas hochladet. Und ja, ansonsten bewerten, kommentieren. Ihr könnt mir mal sagen, was ihr davon haltet und ob ihr auch glaubt, dass dieses gestreamte Spiel eine Zukunft hat und ob sich das weiter verbreiten könnte. Ihr müsst euch einfach mal vorstellen, jegliches Konsolenspiel an jedem Ort spielen zu können. Ihr könnt es auf eurem Tablet spielen, auf eurem Android-Gerät. Da gibt es Videos auf YouTube, könnt ihr euch angucken. Oder was weiß ich, PlayStation 3 auf PC spielen. Das würde ich so toll finden, weil ich habe keinen Bock mehr, eine PlayStation 3 zu kaufen. Nur für so ein paar blöde Spiele. Naja, wie gesagt, eure Meinung interessiert mich. Meldet euch und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.